Es ist einfach passiert. Schauen Sie, was Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug über ihre Zukunft bei Werder Bremen gesagt haben. Wenn Sie jedoch zunächst über die wichtigsten Nachrichten zu Werder Bremen auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie jetzt diesen Kanal. Helfen Sie uns, das Ziel von 1000 grün-weißen Abonnenten zu erreichen. Machen wir diesen Werder Bremen Nachrichtensender zum größten in der Bundesliga. Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug waren in der vergangenen Saison das erfolgreichste Angriffsduo der Bundesliga, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass der SV Werder Bremen auch in der Saison 2023/24 wieder mit den selbsternannten Kobö auflaufen will. Obwohl der Aufenthaltsort von Ducksch seit Anfang der Woche offiziell ist, bleibt die sportliche Zukunft von Füllkrug ungewiss. Nach Angaben des Fernsehsenders Sky geht die Tendenz des Nationalspielers derzeit zum Abschied. Marvin Ducksch spricht mit Niklas Füllkrug über die Zukunft, hofft, dass sein Sturmpartner bei Werder Bremen bleibt, sagt aber auch, niemand wäre ihm böse, wenn er einen anderen Weg einschlagen würde. Noch im Juli will sich Niklas Füllkrug über seine Zukunft im Klaren sein. Eines ist sicher, seine Entscheidung wird von seinen Teamkollegen von Werder Bremen mit Spannung erwartet, allen voran von Marvin Ducksch. Schließlich harmonierte er in der bisher erfolgreichsten Saison seiner Karriere perfekt mit dem Füllkrug. Ich hoffe, er entscheidet sich für Werder Bremen, sagte Marvin Ducksch am Donnerstag in einer Medienrunde, in der es vor allem um seine eigene Vertragsverlängerung ging, aber auch Sturmpartner Niklas Füllkrug war ein Thema. Die Tatsache, dass andere Vereine derzeit großes Interesse am aktuellen Bundesliga-Torschützenkönig haben. Ducksch sagte, ich hoffe nur, dass er das auch so sieht, dass wir hier etwas aufgebaut und einen Weg eingeschlagen haben, der noch nicht ganz so weit ist. Wenn für die beiden Stürmer alles nach Plan läuft, also beide wieder eine hervorragende Saison spielen, könnten sie sich theoretisch im nächsten Sommer wiedersehen, ohne bei Werder Bremen zu bleiben, als deutsche Nationalspieler. Während Füllkrug bereits zum Kern der DFB-11 gehört, möchte Ducksch ihm folgen, damit er im kommenden Sommer an der Europameisterschaft in Deutschland teilnehmen kann. Und Sie als Fan von Werder Bremen möchten auch, dass Füllkrug bei Werder bleibt? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und wir sehen uns im nächsten Video.